Frohe Ostern! Ist doch soweit, oder? Ich habe tatsächlich jetzt seit der letzten Session nur einen Tag nicht gespielt. Da hatte ich keine Zeit, aber ansonsten, wie ihr seht, bin ich recht fleißig. Ich hole mir mal meine 13.000 XP ab. Heute haben wir sogar Sound im Spiel. Wahnsinn, oder? Hat sich einiges getan. So. Und wir haben selbstverständlich in unserer... Happy Easter. Ihr habt es euch doch gleich gesagt. Weil diese sehr freundliche Dame empfängt uns hier mit einem goldenen Osterhasen. Und ich habe gehört, es gibt einige Dinge zu tun während des Oster-Events, um es euch mal ganz genau zu sagen. Und das erinnert mich nämlich gerade an was. Denn Shakes and Fidget hat mit dem Oster-Update, glaube ich, eine Sache bekommen, die ich ziemlich nice fand. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo der Text dafür ist. So, also erstmal nochmal, sei gesagt, wer noch den Legendary Dungeon ausprobieren will, bis Montag 16 Uhr ist da Gelegenheit für. Sie haben heute auch, oder? Haben sie heute? Ne, kommenden Freitag geht eine neue internationale Welt an den Start. W55, by the way. Für den Fall, dass jemand Lust hat, sich dann nochmal einen komplett neuen Chart zu machen. Aber viel wichtiger, denn von Freitag, also jetzt hier, Freitagabend, 23 Uhr, bis Montag ist das Osterevent. Eiersuche, Prachtparade der Pilze, Erfahrungsreichtum, Sanduhr steht Kopf, Fest der Festung, Tag des heißen Eises, Tag tollkühner Tiere und auraler Großputz. Richtig was am Start. Gucke ich mal, ob ich euch die genauen Patch-Notes noch nennen kann. Und zwar Prachtparade der Pilze, 20% mehr Pilze beim Kauf. Die Chance, Pilze bei Tavernenquests zu finden, ist erhöht. Erfahrungsreichtum, doppelte Erfahrungspunkte bei Tavernenquests, Arena-Kämpfen bei Abholung der Festungsakademie, beim EP-Feld des Glücksrats und bei der Grundmenge des Geheimauftrags. Glanzparade des Goldes, fünffache Goldmenge bei Tavernenquests, fünffache. Bei der Stadtwache, beim Glücksrad, beim Würfelspieler 50% mehr Gold bei Abholung der Goldgrube. Epische Kaufrausch, das heißt erhöhte Chance bei Gegenständen in Läden, dass es ein epischer Gegenstand ist. Epic Abenteuer Extravaganza, die letzte Quest bei ca. 100 und 300 Abenteuerlust bietet ein Epic als Belohnung an. Beim Barmann steht's auch. Hier liegt heute das Ei im Nest. Und ja, ob ich da vorlese oder da, spielt also gar keine Rolle. Macht dich auf den Weg. Außerdem hat sich in der Stadt ein magisches Portal geöffnet. Also Eider Daus, Kumpel, mach mal halt hier. Schau täglich vorbei für neue Aufträge. Es gibt hier offensichtlich Punkte zusammen in diesem Oster-Event. Und davon müssen wir 350 Punkte sammeln, und um Futter für unsere Pets zu kriegen. Bei 150 kriegt man scheinbar ein neues Pet. Bei 225 gibt es jeweils 5 Früchte, 300 nochmal 5 und bei 350 10. Das heißt, besiege 10 Gegner im Legendary Dungeon, drehe 20 Mal am Rad, trinke 10 Bier. Dann Legendary Dungeon ist weiterhin offen. Dann hier, Prachtparade habe ich gerade vorgelesen, Erfahrungsreichtum, hier steht es nochmal alles. Dann der aurale Großputz, doppelte Mana-Punkte, wenn ein Gegenstand in die Toilette geworfen wird. Pet Mantiflamm kann während des Events gefunden werden. Hier liegt heute das Ei im Nest und der Hase im Pfeffer. Also los, mach dich auf den Weg. Außerdem hat sich in der Stadt ein magisches Portal geöffnet. Also, ist klar. So, Tag der tollkühnen Tiere. Dreimal Früchte aus Abenteuern, dreimal Früchte aus Pet- und Habitatkämpfen. Pets können pro Tag mit 9 Früchten gefüttert werden. Das freut mich sehr, das muss ich gleich unbedingt machen. Kürzere Reisezeit mit hochwertigen Reittieren und dreimal Früchte beim Glücksrad. Dann feste Festung, Holz und Stein können bei Abenteuern gefunden werden, nur große Edelsteine in der Miete finden. Oh, sehr geil, da muss ich gleich mal ein bisschen gucken. Halbierte Ausbildungsdauer von Einheiten, zweimal Holz und Stein beim Würfelspieler und Glücksrad. Sanduhr steht Kopf, zehnfache Menge Sanduhren im Shop. Wow. Zweimal Sanduhren beim Würfelspieler und 100% Chance auf Sanduhren bei Abenteuer in sandigen Gefilden. Sowie Tag des heißen Eisens, Arkanensplitter und Metall können bei Abenteuern gefunden werden. 15 statt 5 Zerlegungspunkte beim Schmied, 2-mal Arkanensplitter beim Würfelspieler und 2-mal
Spiele beim Glücksrad. So, jetzt ist es, habe ich alles. Das stimmt nicht ganz. Hallo. Guck mal. Das stimmt nicht ganz. Nicht alle Infos stehen hier. Denn die Biere in der Taverne kosten das Wochenende keine Pilze. Sehr geil. Ein Bier, zwei Bier, Freibier. Wenn alle Hexenrollen freigeschaltet sind, nimmt die Hexe jeden Gegenstand im Kessel an. Das Überspringen der Abenteuer in der Taverne ist kostenlos. Lucky Coins sind in den Tavernenquests findbar. Und so weiter. Also gibt offensichtlich noch ein paar mehr kleine Details, die hier in den Patch Notes auch stehen. So, mein Geheimauftrag des Tages, 10 Abenteuer solvieren. Das machen wir mit Freuden, denn wir werden selbstverständlich jetzt mal ganz... Wow, 4,6 Millionen EP, da sehe ich mich doch. Wir werden uns jetzt mal eben durch die Quests durchballern. Wir werden einmal das Event komplett uns angucken. Aber das sollte ich mal ein bisschen leiser machen, wa? Alles machen, was geht, und dann geht es nochmal in den Legendary Dungeon. Auch den möchte ich selbstverständlich mir nochmal angucken. So, wir haben einen Gildenkampf gehabt. Dazu kommen wir gleich. Da bist du ja. Oh ja, da gibt es eine Sandor extra. Die werden wir mal auch schön sparen für schlechte Zeiten, habe ich gehört. Und mehr Sanduhren. Ich freue mich sehr über das Futter. Das möchte ich nämlich ballern. Hier nehme ich die 4 Millionen. Da ist mir die Sanduhr tatsächlich gerade relativ wumpe. Ich suche jemanden. Da nehme ich allerdings dann eher die Sanduhr mit. So, da haben wir unseren Gewinn für die 10 bestrittenen Abenteuer. Was willst du? 4,3 Millionen wird mit Freuden gemacht. So, dann lassen wir uns schon mal trinken. Danke. 3,7. Let's go. Brauche ich denn gerade so ein Level Up überhaupt? 202 Millionen. Ah, das wird dieses Wochenende auf jeden Fall. Bier ist nicht kostenlos, habe ich gerade gesehen. Ich musste einen Pilz nehmen, aber es steht in der Patch Note so. Ich kann dir leider nicht sagen, warum das so ist. Der Mond scheint heute Nacht wunderbar. Da bist du ja. Welche Patch Note? Na, die von Ostern. Du Nase. Wait, hat er zu den Patchnotes von letztem Jahr verlinkt? Moment, warte mal, ich verstehe. Wenn du auf den Patchnotes-Link klickst, kommst du zu dem Event-Art-Ding von Ostern. Der Post ist 2012 erstellt worden und wird wohl jedes Jahr aktualisiert, nur dieses Jahr nicht. Ich weiß nicht warum, aber hier steht zuletzt geändert im August letzten Jahres. Ja, da kann ich nichts dafür. Wenn du in deinem neuesten Steam-News-Ding wohin verlinkst, das offensichtlich aber noch letztes Jahr, vielleicht war das dann offensichtlich letztes Jahr so und man hat das nicht rausgenommen. I don't know. Whatever. Schön, dich zu sehen. Sehr interessant. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Das war interessant jetzt. Kann ich dir helfen? Schön, ja, die Geheimtür. Sandige Gefilde. Gib mir alle Uhren. So, naja, da hätte ich wahrscheinlich eher was anderes machen sollen. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Ja, wir spielen die Steam-Version und da gibt's Patchnotes. Da bist du nämlich dann nicht an den Kollegen hier gebunden. Deswegen wollte ich auch die Patchnotes aus Steam vorlesen, weil ich ja erst recht dachte, dass die aktuell sind. Denn das wurde heute gepostet. Heute. Wir müssen reden. Aber wie soll ich denn da drauf kommen, dass die Verlinkung aber zu letztem Jahr führt? Kannst du mir helfen? Da kann ich jetzt auch nicht drauf kommen. Ich kann auch nicht auf alles achten, ja? Das geht auch nicht. Ja, zeigst du mir meinen echten Hasen, ne? Wir haben ja Ostern, versteht das schon. Da seid ihr ja. Ich bin da. So, extrem viele Elemente. Komm, Level Up ist drin. Ich sagte, dass heute noch ein Level Up drin ist, nicht unbedingt durchs Abenteuer, sondern weil wir im Zweifel noch irgendeinen Dungeon machen. Was denn? Ich habe nämlich die letzten Tage, ich habe ja wie gesagt jeden Tag jetzt gespielt wieder.
Und ich habe irre viel Schlüssel in den Minen gefunden. Von irgendwelchen Content, den ich jahrelang geskippt habe. Ich habe so viel Schlüssel. Holy shit, ey. Kann ich dir mal einen kleinen Overview geben, was ich da alles habe? Jeden Tag etwas Neues hier. Jeden Tag was Neues, das sagt meine Freundin auch hinter. Und den hätte ich schon gar nicht mehr überspringen müssen, weil Feierabend hier ist. Ich glaube, das ist in Steampaus falsch verstanden. Der Link ist nur eine Erklärung, was welches Event macht. Ja. Du kannst aber nicht in den Newspost schreiben, folgendes Oster-Event, alles packen und in den Details stehen dann Dinge, die gar nicht gemeint sind. Oder? Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen strange. Ja, ist ja auch okay. Mein Gott, dann ist 8 Events. Okay, ich verstehe. Das ist einfach nur eine Übersicht über alle Events, die es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, also es gibt 17 Events und davon sind heute 8 aktiv und das sind offensichtlich alle die 8, richtig? Dann verstehe ich das so langsam. Ist trotzdem ein bisschen verwirrend. Ich möchte das kritisieren. So. Es ist suboptimal gemacht. Das ist Fakt. So, gib mir alle Arcane-Splitter, die es gibt. Was haben wir? Stärke und Intelligenz. Du kommst mal da rein. Dann kommt raus Ausdauer und Glück. Und nehmen wir rein Ausdauer. Ist das was für dich hier oder so? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sind nämlich alle relativ gut ausgerüstet hier. Nein, eher nicht. Was bist du? Geschick und Intelligenz. Geschick und Intelligenz. Geschick und Ausdauer. Geschick und Ausdauer. Was ist das für dich? Geschick 556 plus 3. Ne, ich glaube, das ist nichts für dich. Was bist du? Was für lange Löffel haben wir hier? Der Kampfmagier. Moment mal, Kampfmagier heißt, das kann ich nicht tragen. Doch, das kann ich. Kampf und Magier, scheinbar. Okay. Ich bin im neuen Troll- und Hearthstone-Video. Wie immer, wenn ich einmal Hearthstone anfasse, Abfahrt. lange Löffel. Ach so, stimmt. Ich erinnere mich, wir hatten das gehalten, weil das besser war, aber ich noch keinen Sockel dafür hatte. Genauso wie das Ding. Und apropos Sockel, dann klicken wir doch direkt mal auf Festung. Dann haben wir einen super Stein bekommen. Nur leider eine falsche. Ich bin gerade dabei, die Holzfällerhütte zu leveln. Jetzt haben wir aber leider was bekommen, was ich nicht brauche. Glück. Gut, Glück kann irgendeiner von denen haben, die noch nicht auf Max sind. Oh, actually sind alle Chars auf Maximum Glück bis auf du. Könnte ich theoretisch Glück hier reinsetzen. Warum auch nicht? Ich brauche den Stern sonst so. Whatever. Ich habe mit denen auch schon ewig nichts mehr gemacht. Also ich bin da schon völlig raus, was das angeht. Ich will jetzt eigentlich mindestens alle Steine suchen und wir werden jetzt sogar ein paar Pilze dafür raushauen, denn ich will mindestens einen. Was ist ein Grauer? Alle Attribute, das gab's damals noch nicht. Das muss irgendwann eingefügt werden geworden sein. Das sagt mir ja gar nicht. Alle Attribute. Ist alle Attribute in irgendeiner Art und Weise überhaupt gut? Sind die zweitbesten Steine? Ja, echt? Auch Orange, die nur der Main-Attribut und Leben gibt. Ja, das klingt natürlich insane. Okay. Ich wollte mindestens einen Int-Stein finden. Können wir das? Noch ein Schlüssel. I told you, ich habe alle Schlüssel. Hier, schon wieder einer. Das heißt, in den Dungeons ist wieder irgendwas offen. Schaut mal, ich glaube, ich habe jetzt 3 geöffnet. Nordische Götter habe ich gefunden, den Olymp habe ich gefunden und jetzt offensichtlich gerade das hier. Hemo,
Himoridor. Oder habe ich das? Oder ist das der Mondportal? Ich glaub, oder vielleicht habe ich das Mondportal gefunden. Ich, so viele auf eins, wie ihr seht. Ganz wild. Ganz wild. Ich habe so viel Zeug, müssen wir alle mal irgendwie reingucken bei Zeiten. Das können wir. Nee, das. Wisst ihr, wann wir das machen? Das machen wir irgendwann mal so nächste Woche oder so. Wenn dann der Legendary Dungeon vorbei ist, dann haben wir da. Da können wir uns dann mit den Dungeons mal beschäftigen. So, das klärt aber immer noch nicht mein Edelstein-Gedöns. Weil er nicht immer nur Ausdauer bläst. Yes, da ist er. Mondportal ist ein Daily-Ding. Aha. Na, das sagt mir, wie gesagt, noch gar nichts. Das ist im Übrigen eine unglaublich geile Erneuerung. Dieses Adventure-O-Matic. Bin ich großer Fan. Falls man mal was verpasst, finde ich sehr, sehr geil. Dämonenportal ist Daily. Gegner ist der Knochenkönig. Hat Diablo angerufen? Lebensenergie 100%. Du kannst einmal täglich durch das Portal gehen und kämpfen. Ach, ist das so ein Ding wie bei der Gilde? Die Lebensenergie der Portalgegner regeneriert sich täglich um 10% Punkte. Durch gewonnene Kämpfe erhältst du einen Bonus auf deine Lebensenergie. Pro Sieg erhöht sich dieser Bonus um Prozentpunkte. Ah, das ist jetzt einfach nur Solo, dasselbe wie mit der Gilde. I see. Aua, das war ein Crit. Okay, dann kriege ich an einem Tag jetzt offensichtlich nicht down. Vielleicht dann drei. Vielleicht dann zwei mit Glück. Ja, ein zwei schaffe ich es wohl. Glück mehr. Machen wir danach dann machen. Okay, ah ja, good to know. Kommt morgen wieder. Gut, jetzt habe ich wenigstens einmal das, was ich wollte, nämlich die plutonische Liebesperle. Dann kann ich jetzt nämlich die langen Löffel reinballern. Wobei das hier besser wäre. Aber witzig ist, dass ich das Hasenkostüm offensichtlich noch anhabe. Pilze finden 50% Chance. Das habe ich wohl auch irgendwann mal verzaubert. Ich habe mich damit offensichtlich auch irgendwann mal auseinandergesetzt. Das war. Verzaubern war bei. Schön, dich zu sehen. Ist das mit ihm hier? Nee. Wie verzauberte ich nochmal was? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist heute kein. Trank für Dings gefunden. Oh, ich hatte nicht mal einen Dingstrank drin. Ein Intrank. War schon bei der Hexe, ne? Hier. Ich erinnere mich. Das heißt, wenn ich das jetzt ersetze, dann geht das hier wieder. Verzauber deinen Hut. Verfügbar seit 9.01.2014. Danke. Ja, das ist ja offensichtlich nicht teuer. Warum habe ich das nicht gemacht? Verzauber dein Amulett, um eröffnen, um einen Gegenstand am Wegesrand zu finden. Kostet ja nichts. Gegenstand ist verzaubert. Ja. Gott sei Dank, der Kukasus ist wieder da. So, dann machen wir das hier auch gleich nochmal. Gegenstand ist. Dann bannern wir da den rein. Und jetzt, wenn es nach mir geht, finde ich noch einen. Dann bin ich schon fast glücklich. Können wir das machen? Was zum Teufel ist das? Echter heiliger Gral. Trink aus dem Gral und erkenne, welche Gegenstände du noch nicht im Sammel. Was ist das denn? Und erkenne, welche Gegenstände du noch nicht im Sammelalbum hast. Wait, wenn ich jetzt gegen irgendwelche Leute kämpfe, wird mir das gemarkert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Und wie erkenne ich das? Wenn die so umrandet sind, oder wie? Würde sich aber schlecht erkennen lassen.
Die wobbeln dann. Ach so. Wobbeln. Das heißt, ich hab die alle schon? Das ist crazy. Ah, wobbeln. Du meinst pulsieren. Zock, ja, kannst du komplett nachgucken. Ich hab über 20 Stunden gestreamt. Ah, okay. I see. Oh, da habe ich ja schon echt viele Gegenstände. Das ist aber saugeil. Hey, das ist ein mega Feature. Ich habe aus irgendeinem Grund schon mal extrem viel schon. Ja gut, ich habe damals ja auch ganz gut gegrindet danach tatsächlich. Okay, der hatte gerade alles von diesen schwarzen Steinen hier gefüllt. Das ist ja interessant, wenn ich jetzt theoretisch mal Richtung 20.000 gehen müsste, dann wäre es eigentlich... ...noch mehr sein, oder? Naja, nur hier die Handschuhe. Jetzt nehmen wir irgendeinen, der bei dem zwei Sachen... ...leuchten. Ja, nicht so, wa? Aber trotzdem, da kann man sich dann echt mal Zeit nehmen... ...und die dann alle einfach komplett upgrinden, wa? Man sich halt einfach mal schön die Zeit nehmen. Ja, Gukas, aber gut, ne? Was für Timer willst du mir denn anzeigen lassen, JP? Wie weit bin ich da eigentlich? Weil ich muss doch bei diesem Buch mittlerweile so weit hinterherhängen, oder nicht? Bilder 1533 von 2211. Ich muss da so hinterherhängen, ey. Was geht eigentlich? Weltgegenstände habe ich schon 92%. Krieger müsste ich offensichtlich mal abfahren. Krieger habe ich gefühlt ein bisschen über 50%, ey. Ich mag ja so düstere Filme. Ja, Mann. So viele Items kamen nicht dazu. Ja, ich merke das gerade. Offensichtlich geht das halt voll klar. Ich müsste halt die Ehrenhalle jetzt einfach mal straight nach Warriors abfarmen. Aber so ganz so einfach ist es natürlich auch nicht. Ich werde ja ziemlich wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Levelbereich, wo auch immer der sein mag, irgendwo habe ich ja wahrscheinlich natürlich, je weiter höher ich gehe, desto weniger Gegenstände werde ich wahrscheinlich auch kennen, aber die werde ich natürlich nicht besiegen. Hey, Best of King, grüß dich. Und hier in dem Bereich, ja gut, hier zum Beispiel wieder so eine Kriegerwaffe und sowas, oder sind das nicht Kriegsmagier? Ich weiß gar nicht. Aber da gehe ich ja eigentlich schwer von aus, dass ich dann hier eher einiges an Zeug nicht habe, wenn ich mich bei denen durchklicken würde. Ja, siehst du, hier wieder eine Waffe. Siehst du, ich könnte mich schon wieder hier stundenlang beschäftigen. Die neuen Epics suchst du am besten bei den 50er oder weniger an Chars. Noch weiter unten. Noch weiter unten. In dem Bereich, sagst du? Hier hätten wir auf jeden Fall zum Beispiel Schuhe. Hier haben wir gleich zwei Sachen. Drei! Der TSV Fußball! Der ist es! Genau sowas habe ich gesucht. Ja, da müsste ich mich einfach mal, wenn ich richtig viel Langeweile haben, voll durchklicken. Ja, der hat auch wieder zwei. Ich kann den ganzen Stream lang nur das Zeug machen. Ich würde eine Menge Zeug finden. Ja, du hast recht. So, hier in dem Bereich ist gut. Hier habe ich echt viel Zeug nicht. Aus natürlich relativ offensichtlichen Gründen. Okay, aber damit wollten wir uns jetzt heute nicht beschäftigen. Ich lasse mich nur krass ablenken, aber wer kann auch schon ahnen, dass ich jetzt schon wieder aus diesem Festungsding so einen absolut sicken Shit ziehe. Ich wollte eigentlich nur noch mal... Nee, nicht schon wieder, Dill. Yes. Okay. So, komm. Dann ist jetzt mein Zeug jetzt hier erstmal fertig. Der Rest kann dann eigentlich getrost weg. Weil ich mal gucke, ob ich mit den Steinen noch mal meine Kollegen irgendwie verbessern kann.
Oder so. Ja, ich mach den Timer ja schon an. Hier, Timerdauer aufzeigen, bitteschön. Mann, 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 der JP. So wichtig ist mir das auch gar nicht. Gut. Ja, das Level würden wir schaffen, wenn ich jetzt in einen anderen Dungeons jetzt noch rumgurken würde, aber das will ich jetzt gar nicht. Ich habe hier natürlich fleißig, da habe ich gleich mal eine Frage an die Experten hier im Chat, wann sollte ich das erste Mal opfern? Aber das mit dem Opfern ist ja meistens so bei Idle Games, das macht man immer, wenn man doppelt so viel hat wie davor, aber die Frage ist ja, wann mache ich das erste Mal? Das erste Mal, das ist die große Frage. Bei 20? Ich habe aber schon 41. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Okay. Machen wir 41. Abfahrt. So, und 36 Sekunden. Mann, das war am Anfang ja echt langsam. Und ist das dann ansonsten so, wie ich das richtig analysiert habe bei den wie bei den anderen Idle Games, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt 42 Runen, resette ich jetzt bei 84? Oder wie ist, oder ist, soll ich viermal so viel sammeln? Was ist da so die beste Methode? Anfangs möchtest du das Einkommen mit jedem Opfervorgang verdoppeln, später ist es dann optimal, deutlich schneller zu resetten. Also so wie ich sage, doppelt. Dieses Angebote-Ding, ist das immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist das immer so 16 Uhr oder so? Und irgendwie ist er auch nur eine Stunde da, kann das sein? Weil ich habe da irgendwie noch nicht so viel, ich habe dreimal was geupgradet hier, aber er ist sich noch nicht ausgegangen. Wir spielen auf der deutschen Welt 9, Doki. Der 9. deutschen Welt, die jemals erstellt wurde. Xeber, dankeschön für den 17. Ja. Gehe ich hier mal ein bisschen rauf. Das lasse ich jetzt einfach wieder im Hintergrund laufen, natürlich. Die Angebote sind immer nur eine Stunde da. Man muss so 20 Stunden warten. Wenn du offline bist, schaltest du die Stunde erst, wenn du dich einloggst. Ah, okay. Ja, ich hatte irgendwie dreimal wohl das Glück, dass der gerade da war, als ich gespielt habe, weil ich nicht wusste, wie der Radius davon ist, aber ich versuche mir das mal zu merken. Ja, in dem Fall ist es halt jetzt in 16 Stunden, also 16 Uhr. Irgendwann so. Oder? Ja, irgendwann so. Ja, ist halt. Weiß nicht, ob ich dann natürlich um die Uhrzeit, aber ist auch nicht so wichtig. Ah, gut. Hier haben wir ansonsten nichts weiter zu tun. Ich wollte einmal eben kurz füttern. Und zwar vor allem hier bei dem Blauen, weil ich aus irgendeinem Grund ultra fucking viele von diesen Bären hier habe. Ich habe mich ja leider mit dem Pet-Ding, also ich habe mich damit ganz am Anfang mal relativ gut auseinandergesetzt. Gibt es eigentlich auch einen Shortcut, dass ich das neunmal einfach klicken kann? Immer das rechte füttern? Warum? Hä, was? Ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch eine Methode für Nicht-Drag-and-Drop. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Soll das immer ein Pet hochspielen und damit das Habitat weiterspielen? Achso, und by the way, das Ding hier, wie das so steht, ist wirklich so ein Ding. Wenn jetzt hier zum Beispiel steht bei Tindak, das Pet ist häufig, kann dir donnerstags nachts im Gammel Force begegnen. Heißt das, ich muss am Donnerstag ab 22 Uhr Quests machen oder wie kann man das verstehen? Ja? Sick. Okay. Nacht ist aber schon ab 18 Uhr. Ja, wäre ja auch nicht ganz fair für arbeitende Leute, ne? Ah, okay, verstehe. Ich kann das Wasserhabitat doch machen, oder nicht? Kann ich das nicht schon easy going machen? Ich hab das. Oh ne, Goldi schafft das nicht, aber du solltest das doch schaffen, oder nicht? Ja, ziemlich easy sogar. Morgen ist ab 6.
Ja, das ist nicht, übrigens nicht so wie bei Pokémon, da ist morgens schon um 4. Oh, guck mal, da krieg ich ja sogar auch XP, da krieg ich ja sogar mein Level-Up hier heute noch. Ah, wunderschön. Ist Meta aber auch nicht zwingend. Warte mal, Meta. Das, ich bitte euch. Aber interessant. So ernst nehme ich das dann doch nicht. Ich möchte das weiterhin gelegenheitsmäßig spielen und nicht studieren. Und ich werde das einfach leveln und auch nicht aufheben. Das ist mir völlig egal, ob ihr das wollt oder nicht. Lieber Feuer. Der Vogel ist so süß, den level ich jetzt. Ich level nach Süße, ob euch das passt oder nicht. Krieg ich dich damit down? Na, das tue ich. Frühling, März, April, Mai, Sommer, Juni, Juli, August, Herbst, September, Oktober, November, Winter, ja, so wie die Jahreszeiten sein sollten. Gut, im richtigen Leben sehen die Jahreszeiten mittlerweile ganz anders aus, aber tja. Happy Klimaerwärmung und so. Habe ich bei Erde jemals gemacht? Offensichtlich nicht so viel. Den kriegst du wahrscheinlich nicht mehr down, wa? Und die Pets sind sowieso hier gerankt nach Stärke, oder was? Ja. Also dann lohnt es sich ja sogar, ihn zu leveln. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dienstags 18 Uhr die Schweinöde finde, wie gesagt, ich betreibe das Spiel nicht wissenschaftlich und Vollzeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau an dem Zeitpunkt da irgendwie reingucke, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ja. Nur die letzten beiden sind gleich stark. Okay, kannst auf das Pad gehen, was du füttern willst, und dann kannst du das auf das große... Ach so, wenn ich es auf das große Bild ziehe, dann ist es geht schneller. Ja, ja, ergibt Sinn. Hat das 10er, weil das stärker ist, eine Chance gegen das Ding? Nicht im Ansatz, okay. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Ja gut. Dann will ich nur eben auf 20, damit das schöner ausschaut. Haben wir hier. Isat. Muss die Wolke auf 10 bringen. Ansonsten kann ich dich ja mal leveln. Ich auf Stufe 30, Dude. Du wirst das ja wohl schaffen, oder? Das dachte ich mir. Da bin ich nochmal. Wo ist der Unterschied, ob das Pad jetzt hier kein Fragezeichen hat oder ein Fragezeichen hat? Ich kann es mir nicht so oder so begegnen? Oder kann es mir nur begegnen, wenn das Fragezeichen dann nicht ist? Ich muss es im Habitat besiegt haben. Gut, dann habe ich ja keine weiteren Fragen. So, was habe ich dir? Ich habe hier einen. Oh, das schaffst du schon gar nicht? Oh. So, kann dir zur Geisterstunde in den Schwarzwassersümpfen begegnen. Was heißt Geisterstunde? Wirklich Mitternacht? Kann ich Jakobo gleich suchen in ein paar Minuten? Schwarzwassersümpfen. Ja gut, kann ich eigentlich nicht. Weil ich kann ja um Mitternacht nicht pelzen. Das heißt, dann brauchst du ja Ultralack. Weil die Zeitrange so knapp ist. Mich jetzt eigentlich nicht so viel mit Pets beschäftigen, aber jetzt haben wir es getan. Alter, das habe ich ja richtig viele bekommen. Ich bin jetzt schon wieder gefühlt ein Viertel weiter. Holy shit, ey. Ja, ich könnte mit Sandohren skippen, das stimmt. Ich habe immer 49. That's not bad. Ja, erinnert mich mal um Mitternacht dran und vielleicht kriegen wir das Vieh. 1 bis 0 bis 1 Uhr. So, der Fans, danke schön für 52. Ja, erinnere mich da mal dran. Und dann kann man, da kann ich mal gucken. So, die Dinger sollte ich vermutlich zerlegen jetzt, ne? Was suchst du? Die alten Dinger.
Genau, ich erinnere mich, weil ich wollte nämlich die Steine finden, weil mir das Steingewinnung zu teuer war. Mittlerweile, muss ich aber zugeben, habe ich recht viele Arcane-Splitter. Das wird schon fast mir nicht mehr wehtun. Ja, zerlegen einfach, oder? Das Gold brauchen wir natürlich sowieso nicht. Hier habe ich alles gemacht, ne? Na, hier spare ich jetzt gerade. Nee, ich werde die zerlegen. Passiert das in der Browser-Version auch oder ist das so ein Steam-Ding? Jetzt interessant. Ja, Seite neu starten, wird's bald. Ja, aber Steam ist schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Mensch. Dann gibt's. Da will man einmal was zerlegen, ey. Also, das wäre wieder typisch ich, oder? So, darf ich jetzt noch zerlegen? Danke. Sehr freundlich. Ich glaube, mehr kann ich heute eh nicht mehr zerlegen, oder? Doch. Achso, es sind ja 15 heute möglich. Ja, dann mach das doch einfach. So. Stimmt, es sind heute 15 möglich. Ja, einfach weg mit dem ganzen Bums. Gilde-mäßig. Wir haben jetzt, by the way, wieder echt einige ranbekommen. Neue sowie alte. Da geht was. Wir haben dementsprechend noch ein bisschen Platz, wie ihr sehen könnt. Ich will aber jetzt eigentlich echt mal einen Trank haben. Würden wir das hinkriegen? Nicht Ausdauer. Ich brauche trink mal einen Intrank. Wäre das möglich? Oh ja. Mehr gibt's halt nicht. Chibi, was geht? Dankeschön für den 25. So. Das hier kann ich nicht mehr ausbauen. Hier habe ich. Genau, das Maximum war 340. Ne, das geht im Moment nicht. Das heißt, wir werden einfach kämpfen. Und wir haben das wohl hier geschafft, Dehydration. Nee, doch! Dehydration, die Hydra mit dem entscheidenden Schlagköpfen. Oh, das ist wohl ein Achievement, das kriegt man nicht so einfach. Lol, okay, das war's für ein Zufall, ey. Diese Hydra agierte zumindest recht kopflos. So, das heißt, wir haben jetzt die Hydra da und jetzt ist es eine zweiköpfige Hydra. So, das heißt, ich sollte nie wieder den letzten Schlag machen, damit ein anderer das Achievement kriegt, I guess. Rolando, dankeschön für den 27. Du kannst das Pferd trotzdem leveln, da musst du nicht immer dran denken, dass du leveln, wenn der Gildenschnitt gestiegen ist. Ah, okay. Mach ich mal ein bisschen. Nur ein bisschen. Da streiten sich immer alle drum. Ja, das dachte ich mir. War es völliges Versehen. Nicht, dass ich wusste, dass das gibt. So, die Eiersuche beginnt. Ja, diesmal liegt etwas ganz Besonderes für dich im Nest, denn die Eiersuche startet. Freu dich ab heute ganze 4 Tage lang auf zahlreiche Belohnungen durch das Erledigen deiner täglichen Aufgaben. Shop und wird vorbei. Kommenden Freitag startet die neue Welt, das habe ich schon erzählt. Ja. Gut. Ist klar soweit? Habe ich schon Glückesort gemacht? Habe ich nicht. Wird mal gedreht, und zwar Vollgas! Ja, wie ich das wohl mache. Let's get it. Das ist der und zack! Gibt's 1000 für mich. Das ist gar nicht so schlecht, weil ich die Dinger, wie gesagt, gerade eh relativ gut sammeln will. Das kostet mich nämlich schon 11.000, der Bums. Wobei ich gar nicht sicher bin. Meine Maus alle. 25.000 kriege ich so schnell nicht zusammen. Dann werde ich vermutlich dann eher tatsächlich nochmal die 11.000 vorher machen, weil ich das recht nice finde. So. Ja, auf jeden Fall, wer noch in die Gilde reinkommen will, wir haben noch Platz. Ja, ihr wisst Bescheid. Die Wolfberg-Gilde schreibt mir oder Horax, also Blackening oder Horax 74. Und für gute Gildenkommunikation kommt auf unseren Discord.
Denn das war nämlich zum Beispiel, ich glaube vorgestern war es, oder gestern, nee, war sogar gestern, sehr praktisch. Im Discord habe ich nämlich gelesen, dass wir angegriffen wurden und dann konnte ich auf Verteidigen klicken. Das hätte ich nämlich niemals rausgefunden, wenn das im Discord nicht vorher jemand geschrieben hätte. Also von dem her sehr, sehr, sehr gut. Guck mal, fest von der Arbeit gehen auf die Kostümmatte, wenn man das abgezahlt hat. Wer die? Ja, wir sind immer noch auf der deutschen Welt 9. Daran hat sich nichts geändert. Festung nicht Unterwelt. Moment, Festung. Die Arbeitergilde auf Stufe 15. Ja, was haben wir denn da? Sind meine Abenteuergilde. Abenteuergilde? Du meinst Arbeiterquartier. Wolfpack-Doki, einfach nur Wolfpack. Ja, da hab ich im Moment, bin ich weit von entfernt. Mit 3,7 Millionen Holz. Naja, ich habe offensichtlich letztens die Holzfelder erhöhen wollen, weil ich mehr Holz will. So. Gut, mehr will ich jetzt nicht machen, Leute. Ich will jetzt noch einmal den Legendary Dungeon machen. Das ist eigentlich, das ist das, was ich eigentlich machen wollte, aber ich habe wieder zigtausend Sachen zu machen. Manchmal muss man erst den falschen. Und deswegen, um den richtigen. It is what it is. Du betrittst den. So. Schon wieder. Wir sind. Ach, guck mal, wir sind noch irgendwie bei. Ich bin bei 23, by the way. Ja, Chibi, wir versuchen jetzt noch das eine oder andere Legendary zu kriegen. Ich nehme mir mal Schaden und kill die mal. Mal gucken, ob ich noch das so einigermaßen raus habe, wie ich es vor ein paar Tagen gelernt habe. Kriegen wir schon irgendwie hin. Normalerweise tötet er. So, was haben wir hier? Verringert den vom Monster verursachten Schaden um 20%, verringert die Chance, Gegenstände zu finden. Erhöht die Chance, Schlüssel aus Kämpfen zu halten um 30%, Chance auf doppelt verschlossene Türen. Erhöht die Chance, Erfolge von Kämpfen zu finden 40%, erhöht die vom Monster verursachten Schaden um 25%. Mäh. Ja, das mit dem Fliehen ist ganz nice. Aber... ich glaube, wir hatten beim ersten Mal irgendwas mal so um die 80%. Mit einfach weniger Damage. Probier das mal auf meine Weise. Und dann werden wir schon sehen, ob das was bringt oder nicht. Es ist nicht zu spät, um zu fliehen. So, wir wollen nicht fliehen, wir wollen Schlüssel haben. Du verspürst so, bis 20, glaube ich, mache ich wieder. Hat irgendwie beim letzten Mal ganz gut so funktioniert. Noch ein Treffer und du bist heute sind alle. Ich habe offensichtlich gerade aber ein bisschen Monsterpech. Aber ist nicht schlimm. Manchmal muss man hier noch ein kleiner Tipp. Wir dürfen uns heute mal gönnen. Zu erledigen. Damit wir noch mit mindestens einem Legendary hier aus diesem Event rausgehen. Es kommen aber auch nur Monster hinter den Türen, ey. Keine Kisten, nix. Gut, ich habe aber auch das Ding, dass ich weniger Gegenstände jetzt bekomme. Und wie man sie tötet. So, versehen wir los. 50% des Goldes, das juckt mich gar nicht. Ich krieg aber wirklich, wirklich nur Gegner. Holy shit. Dieser Raum kann Spuren von Monstern enthalten. Yay, ich darf einfach mal durchspazieren. Immerhin. Wenigstens einmal durfte ich das jetzt. War nett, dich kennengelernt zu haben. Geht hier eine Kiste? Bisschen Gold. Ja, nehmen wir mit. In solchen Situationen ist es wichtig, mit Bedacht, aber ohne Furcht zu handeln. Denn wer nicht schnell genug reagiert, fordert. Hätte ich jetzt hier ertrinken können? Was war das? Wait, war das nicht ein Schatzraum? Lag da ein Schatz und ich habe ihn nicht gesehen? Oder war das einfach nur ein schlechter Scherz? Alter, wie ich
Wie die hier Stress machen. Apropos, wo ich da gerade das Ei gesehen habe. Was hat's eigentlich mit der Eiersuche auf sich? Der Raum ist einfach nur ein Troll. Wow, danke für nicht. Muss ich nicht auch noch Eier finden? Ich dachte, ich finde noch Eier. Aber das Ei, was ich hier gerade gesehen habe, hat mich daran erinnert. Ich finde aber auch die zuckersüße Oma. Schon wieder weniger Gold. Dein Schwert ist ein Werkzeug, das benutzt werden will. Diese Vorrichtung sieht. So, wie war das, wenn der Spitze nach oben zeigt, dann darf ich es nicht öffnen. Tut es aber nicht, deswegen holen wir das Gold mal ab. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der. So, was haben wir denn hier? One-Hit-Wonder! Abfahrt. Kaufen. Wenn Eier suchen, muss beim Wirt draufdrücken, dass du dann tägliche Aufgaben, die du erledigen kannst. Achso, ja, das habe ich schon gelesen, aber das. Ach, das ist einfach nur das mit den Aufgaben. Ja, das habe ich schon gelesen, aber ich dachte, es gibt wirklich in jedem Bild irgendwo ein Ei versteckt, auf das man klicken muss oder so. Ah, okay. Verstehe. Es ist schwer, einen ebenbürtigen Gegner für dich zu finden. BP, stell dir nicht so an, sei froh, dass dir nur noch so wenig fehlen. So, ich nehme mal alle Schlüssel mit. Deine Waffe. Oh. Ja, ich nehme jetzt auch noch mit. Ein Schlüssel ist doch erstmal eine Sache. Da können wir schon mal den einen oder anderen Skip, glaube ich, dann langsam machen. Ah, gegen dich. Ich glaube, es ist 50 Gegner. Erlöse diese Verlust. Nö, da renne ich. Pack mal ein. Keiner wird später nach dem. Ah, natürlich nicht. Ach, guck mal. Oh, Mitternacht. Guck mal. So, wie war das jetzt? Pets. So, wir wollten den Jakubo. Der ist nämlich auch eigentlich relativ witzig. Ich muss also jetzt die Schwarzwassersümpfe finden. Okay, Chef. Was muss ich hier eigentlich noch machen? Füttere deine Pets 10-mal. Ach so, das ist jetzt eine neue Aufgabe. Es ist ja schon Mitternacht vorbei. Deswegen habe ich ja gerade noch so viel gespielt. Spiele 10-mal beim Würfelspieler. Fühle ich überhaupt nicht. Weil das Ding sind jetzt Würfel und keine Becher mehr. 5 Würfel, 2 Würfel. Ab 3 gleichen Symbolen gewinnt ihr. Zweiten Würfel dürft ihr beliebig viele Würfel erneuern. Okay. Glückwunsch. Hier gibt's auch noch. Ach, das ist. Ah, okay. Wann kam das denn dazu mit den Würfeln? Das haben wir noch nie gesehen. Oder wählt die Würfel, die behalten Würfel. Was ist denn da jetzt der. Was ist denn jetzt der Nachteil? Warum sollte ich jetzt nicht nochmal würfeln? Ich hab doch schon gewonnen. Dann würfel ich doch jetzt. Dann mag ich doch jetzt die 3 und würfel nochmal, oder nicht? War kein Nachteil. Okay, dann ist es halt jetzt so. Ja, kniffeln kann ich. Bin Profi-Kniffler. Oh, das kostet aber Uhren. Und keine Dings. Keine Pilze. Frech. Holy shit. Ich kann noch 100 Millionen Gold spielen? Weil da habt ihr gelitten. Holy shit. Das mit den Würfeln ist aber cool. Oder eine Stunde warten. Aha, das geht jede Stunde. Bald die Sperrstunde. Ja gut. Die Zeit habe ich nicht. Dann werde ich die Uhren jetzt mal verballern. Wir werden schon Sanduhren gewinnen, ich bin überzeugt. Oh, nice. Let's go. Eve. Naja, dann halt nicht. Oh, das war eine Würfel, finde ich geil. 1000-mal besser als Hütchen, ey. Hütchen, dieses Kack-Glücksding, ey. Oh, wieder 3. Nice. Ja, im Zweifel holen wir. Da haben wir keine Zweifel. Da müssen wir nicht so sorglos. Können wir sorglos sein mit den. Mit den Uhren.
Ja, das bringt mir gar nichts. Schade. Nächstes Mal klappt's. Wow, erst mal verloren jetzt. Okay, wir probieren Holz. Warum auch nicht? Yes! 172, besser als nix. 172 Holz. Da ist nix. Machen wir 4 zusammen? 4 haben wir noch kein Glück, was sowas angeht. Hm, 2-mal Holz. Komm, 3-mal Holz. 4-mal Holz! Jetzt ist was los! Was, 1 Million Holz? Ja, Dude, für 1 Million Holz muss ich normalerweise eigentlich schon recht lange warten. Häuft! Kann mich nicht beschweren. Jawoll! Ich kann ihn gerade auch sehr gut gebrauchen. Glückwunsch. Schade, dass das nicht zählt. Müssen wir das gleiche haben? Natürlich gibt es das Achievement. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn nicht. Man soll ja ein bisschen. Oh, das war's leider. Naja, man soll ja ein bisschen. Soll ja ein bisschen knackig sein, ne? So, trinke 10 Bier. Dann muss ich wohl definitiv um. Wobei, das kriegen wir vielleicht jetzt auch mit den Uhren hin. Füttere deine Pets 10-mal. Jetzt lass mich aber erstmal. Ja gut, ich kann bei dem den Pinguin ja. Guck mal. Kann ihr montags tagsüber begegnen? Schwierig. Kann ihr Dienstag nachts begegnen? Schwierig. Kann ihr mittwochs tagsüber begegnen? Schwierig. Kann ihr tagsüber im Winter begegnen? Gut, dich werde ich also nicht kriegen. Dann kann ich dich, glaube ich, erstmal noch relativ sorglos leveln. Ist so viel von denen. Oh, ist schon nicht mehr hungrig. Kriegen wir dich down? Nicht mal im Ansatz. Wie viel Level muss ich über den Habitatviechern sein, damit das so klappt? So, aber eigentlich wollten wir die Schwarzwassersümpfe finden. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Kriegen wir das hin? Hier schon mal nicht. Na, nehmen wir die Uhr doch direkt mal mit. Mal gratis. Nehmen wir die Uhr mit. Ich bin skandalös, dass es keine Steam Achievements gibt. Einfach die Achievements vom Sammelalbum fertig. Ich wünschte, es wäre so. JP, ich wünschte, es wäre so. Ich habe schon gefragt, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Schwarz, schwarz, Schwarzwasser. Nee, leider nicht. Jeden Tag etwas Neues hier. Ich gehe mal schwer davon aus. Oh, guck mal, Gammelforst. Ich gehe mal schon davon aus, dass es kein anderes Pet gibt, das gerade Mitternacht relevant ist, ne? Samstag? Tagsüber. Was war das? Ab 8 oder so, ne? Ne, ab 6. Du bist also nicht uninteressant. Nevermore. Naja, weil ich wahrscheinlich keine Zeit für haben. Tagsüber Schwarzwald, nachts Nordlingen. Das heißt. Nordingen könnte ich auch ausschalten. Schwarzwasser und Nordingen. Montags, Dienstags, Mittwochs, Winter. Okay, also ich habe eigentlich gerade 2 Chancen. Nordingen und Schwarzwasser. Kennt ihr euch hier aus? Gucken wir mal, was geht. Hola, du Bauerntölpel! Ob wir Glück haben. Was denn? Wenn nicht, dann halt nicht. Nordingen, aber das würde mir hier schon angezeigt werden, wenn das Pet da wäre, oder? Oder muss ich die Quest machen und danach gibt es so eine Special-Überraschung? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Gebe ich nochmal Nordingen. Nee, wird nicht angezeigt. Also ist jetzt im Endeffekt auch wurscht, was ich nehme, wa? Außer, dass es natürlich nicht wurscht ist, weil ich XP will. Da ist es! Genau das wollten wir haben! Ach komm! Let's go! Da ist er! Let's go!
Häufig kriegst du eigentlich garantiert. Ach so, weil das häufig ist. Ja, okay. Wie geht's? Versau mir doch einfach meinen Moment noch mehr. Hat mich doch einfach nur gefreut. So, dann brauchen wir jetzt nur noch das Mitternachtsvieh. Schwarzwasser war es, ne? Nicht Schwarzwald. Schwarzwasser. Das ist es. Und da ist es. Here we go. Einer. Na guck mal, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, kann man die Dinger wohl ganz gut finden. Und wie hoch ist dann die Chance, wenn du sagst, kriegst du garantiert, sagen wir mal 95% und bei selten ist dann 10% oder? Wow, was für ein krasser Shit, ey. Muss Ehrenhalle 10.000 sein für das Pet. 1.000 sein und mindestens 50.000 Ehrenpunkte haben. Ja gut, die Ehrenpunkte hätte ich safe, aber Platz 1.000, dann müsste ich hier ein bisschen grinden. Aber ja, wenn man sich offensichtlich damit beschäftigt und die Texte liest, kann man das wohl ganz gut schaffen. Oder, achso, oder. Ah, okay. Ich dachte beides, na dann geht's ja. Gut, man müsste sich jetzt einfach mal notieren, wann was kommt, einen Wecker stellen und dann... Aber gut, so wichtig sind mir die Pets jetzt zum Beispiel nicht. Dass ich da jetzt irgendwas Sickes mache. So, ran an den, an die Hydra. Dann muss ich jetzt hier auch keine weiteren Dings mehr verbraten. Keine weiteren... Wie wahrscheinlich ist es, dass ich heute Abend Zeit habe um 23 Uhr? Eigentlich ist die Chance relativ niedrig. Das heißt, ich verballer mal weiter Uhren. Weil wenn wir heute Abend Samstag streamen, dann werde ich mich sehr wahrscheinlich nicht aus was auch immer ich streamen werde rausreißen lassen. So, hätten wir hier eh nochmal ein neues Pad, wa? Und du bist was für eins? Erde. Ach, du bist der da. Gibt's überhaupt dann nochmal Gründe, seine anderen Pets zu leveln, wenn die Devise ist, immer das stärkste leveln? Gibt's überhaupt nochmal irgendeinen Grund? Was willst du? Jedes Pet auf 100 steigert deine Stats weiter. Wessen Stats? Ich habe dich schon erwartet. Meine, weil das ein Achievement ist? Oder wie genau läuft der Hase? Hase. Was dann? Meine Stärke sind euch. Oh ja, gib. Gib Uhren. Wie viele Uhren habe ich noch? 48. Gefühlt nichts verloren. Deine Attribute steigen prozentual mit den Pets. Okay. Jedes Schattenpad gibt zum Beispiel plus 1% Ausdauer. Man kann erstmal nur bis Level 100 leveln und wenn man das Habitat geschafft hat, kann man jedes Pad auf 200 ziehen. Das Habitat im Sinne von alle Habitate oder was heißt das Habitat? Das nächste Habitat oder... Abracadabra. Ja, dann nehme ich mal lieber die 4 Millionen mit. Ja, vielleicht schaffen wir noch ein Level. Ich wollte doch eigentlich Legendary Dungeons machen, ey. Was ist hier zu tun? Sure. Mit die Ohren. So, daher, ich würde gerne nochmal trinken. Kannst du mir helfen? Alle Habitate, also musst Wasser, Licht, Erde, Feuer, Schatten, Eis geschafft haben. Und dann geht's auf 200. Ja, okay. Also man könnte es auch quasi Endgame bzw. Late Game nennen, was das angeht. Ich habe verstanden. Ja, man kann hier viel lernen. Man kann hier viel lernen. Unter anderem machen wir das ja auch dafür. Dann nehmen wir das, was mehr Gold gibt. Hallo. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Apropos, auf dem Klo hängt eine Aufgabe, du hast recht. Einen epischen Gegenstand in die Toilette werfen.
eh schon wieder 10 Uhr. Wow, die Voodoo-Puppe ist ja an sich geil, aber leider kein Sockel. Könnte man Dinge nicht mittlerweile mit Sockel versehen? Ja, ne? Ja gut, aber wegen 8 Punkten, glaube ich, brauche ich da nichts machen. Dann schmeiß ich es lieber ins Klo. Das lohnt sich wegen 8 Punkten nicht. Stärke Ausdauerglück. Das ist jetzt eigentlich ganz gut für meinen Kollegen hier. Der hat gerade Stärke 555 mit Ausdauersocke. Wäre die Puppe jetzt mit Stärke Socke nicht besser? Ich weiß nicht, ob sie 25 Pilze könnte ich machen. Oder sollte ich hier definitiv nicht auf 200 Stärke verzichten? Gut, ich könnte einen Stärke-Sockel finden. Einen Stein finden. Ich glaube, ich halte mir das mal noch. Ich überlege mir mal, ob ich das mache. Alter, ich habe eine bessere Waffe gefunden. Hui. Sockel drauf und Abfahrt, oder? Kannst du? Nichts? Kannst nichts? Ja, das mit dem Sockel ist halt so eine Sache. Ja, normalerweise würde ich wahrscheinlich sagen, ist es, ja, wenn du eindeutig zu viel von diesen Upgrade-Dingern hast, dann kannst du es natürlich machen. Für die Pilze ist es immer so eine Sache, wahrscheinlich eher nicht. In meinem Fall ist es vielleicht egal, aber normalerweise eher nicht. Aber hier würde ich jetzt sagen, plus 70 Intelligenz, plus 81 Schaden. Ich habe hier vor allem nur einen schwachen Sockel drin. Also ich habe hier nicht mal einen Megasockel drin. Sockel nur mit Pilzen. Wofür brauche ich die Splitter dann? Wenn ich nur für Ski aufwerten. Also das für das Zeug, was hier im Moment noch gar keine Splitter kostet zum Beispiel. Wann würde sich das lohnen? Zum Beispiel jetzt hier mein Hexenmedaillon. Wäre das jetzt nicht mal angebracht, dass ich darauf Attribute, also wenn ich das jetzt so mache, so, sehe ich es richtig? Ach guck mal, dann kostet mich das 10.000. Und das geht 6-mal am Tag, oder wie? Nicht direkt 6 machen, warum nicht? Was ist da die richtige Taktik? Alles auf Gear 2 machen. Wait, mehr upgrade ich das Ding dann zum Beispiel nie, oder was? Ding mit diesem Zweimal-Ding, eine Verzauberung von ihr. Oder wie ging das? Mit der Zeit sammelt man immer mehr Races, dann upgradet man immer höher. Okay, das heißt, das Upgraden auf Stufe 2 mache ich auch quasi dann wirklich mit allem. Weil ich, egal ob ich das bald ersetze oder nicht, einfach nur weil halt das nichts kostet.
Und wie komme ich hier nochmal, wieso habe ich hier Intelligenz, mein Stein mal 2? Waffenstein zählt doppelt. Das lag an der Waffe, ne? Das war einfach nur... Lag das an der Waffe? Oder woher hatte ich das? Magierwaffen bekommen doppelte Stats von Edelstein. Aber wir reden nur davon, dass es bei der Waffe ist. Oder gilt das für alle? Für alle? Ja, dann würde sich das ja wirklich lohnen, wenn ich hier einen Sockel draufhaue. Sockel draufhauen, besseren Stein finden und dann hätte ich halt ein insanes Upgrade. Alle Waffen haben doppeltes Set, außer der Assassine. Lull, okay. Ob ich wohl nochmal gamblen soll? Das ist so teuer. Ich würde das gerne schaffen. There we go. Achso, weil der Assassin 2 war knapp, okay. Mach das jetzt einfach mal, im Zweifel gibt es ein Achievement. So, wenn ich jetzt hier einen Sockel drauf habe. Ich mach das dabei trotzdem mit Pelzen, auch wenn man das nicht machen sollte. So. Guck mal, ich habe nämlich hier 331. Jetzt habe ich einen mit 434. Und das ist eh schon 70 besser. Das heißt, ich habe ein Upgrade von knapp 300 Punkten. Jo, also könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber für mich hat sich das gerade gelohnt. Ohne Diskussion. Und das könnte ich doch jetzt eigentlich meiner Magierin geben, oder? Nee, Moment. Wo bist du? Ach nee. Doch, hier, da. Was ist denn du drin? Stab des Schwarms. Stärke, Geschick, Intelligenz, Ausdauer, Glück. Mach doch gleich alle Attribute. Was ist der Unterschied? Ja gut, weiß nicht, wie relevant das hier ist. Geht Lebensenergie um ein bisschen was zurück. Crit hat er nicht mehr auf 50. Aber ich würde 1100 Damage mehr machen. Inwieweit ist das jetzt so eine Sache? Bei mir selber ist immer wichtig, das Hauptattribut so hoch wie möglich zu haben. Ist das jetzt, gilt das für ihn auch? Oder wäre hier das eindeutig besser, die 520 auf alles andere trotzdem mitzunehmen? Ach, da steht ja nicht drin wegen dem Stein, damit man das unterscheiden kann. Ah, okay, verstehe. Die Frage ist halt, verzichte ich hier auf knapp 500.000 Energie und mache dafür 1.000 mehr Damage schon, ne? Ich glaube, das macht man schon. Dann ist das sogar ganz cool, dass ich das an dich ja weitergebe. Ich könnte jetzt hier im Zweifel noch einen Glücksstein reinsetzen. Einfach weil ich sowieso einen habe und weil das Item, was hier ist, werde ich wahrscheinlich sowieso nicht ersetzen. Damit ich auf jeden Fall wieder auf 50 Crit komme. Glaskanonskillung bringt den Dungeons meistens mehr. Hm. Noch ein Stärke. Hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas im Sockel frei? Können einen Sockel drauf machen. Hast keinen Sockel. Ja, komm, nimm ihn bitte. Ja, dann werden wir es wohl so lassen. Dann kann ich den auch gleich wieder zersetzen. Dann wird er keine Rolle mehr spielen.
So. 15 Mal können wir es machen, dann kommt der ganze Bums mal weg. Kennst du dich hier in der Gegend aus? 9,4 Millionen Abfahrt. Holy shit. Okay, das ist insane viel gewesen. So, wir hatten schon 11 getrunken. So, ziehe ich jetzt noch hier durch eben. Dann habe ich das Thema. Das ist Thema endlich abgeschlossen. Ne, hier wollte ich gar nichts mehr machen. Aufgabe habe ich schon. Komm, du bist gratis. Was denn? Oh ja, die nehme ich auch noch mit. So, jetzt ist Schluss. Na komm. Noch 30 Sekunden. Das war alles. Es ist mitten in der Nacht. Schon sehr lohnenswert, muss ich sagen. Ich habe immer noch drei. Ich habe gefühlt keine Treibsanduhren verbraten. So gefühlt. Ich wollte eigentlich Legendary Dungeon fahren, aber ich bin so abgelenkt. So viele tausend Sachen, die für mich jetzt gerade wieder spannend und relevant sind, gerade nach so einer langen Zeit. Das ist schon wild. Macht aber auch echt irre viel Spaß wieder. Das ist eben genau diese On-Off-Beziehung mit Shakes und Fidget, die ich so liebe. So, guck mal, da ist ein Ei. Ich will's anklicken. Warum darf ich das Ei nicht anklicken? Diese Ostersuche wird hier nicht ernst genommen bei Shakes und Fidget. Aber ja, ich liebe das. Alle paar Jahre immer mal wieder reingucken und super viel Spaß dran haben. Das ist immer genau mein Ding. So, wir machen diesen Dungeon aber jetzt trotzdem noch zu Ende. Manchmal muss man erst den Phönix aus der Asche. Bist du da? Vielleicht geht ja noch mal was. Komm, einmal kämpfen geht noch. Meisterhaus, Katze. So, jetzt sind wir nicht beim Borst. Sie schlägt Wut erfüllt. Hey, Hexe von Nord, Nord, Süd. So, erhöht die Chance, einen Segen aus einem Fass zu erhalten um 50%. Fallen verursachen Flüche. Bringe die vom Monster verursachten Schaden nochmal um 20%. Hinter Türen können sich Monster befinden. Nein, danke. Verringert den Schaden bei gescheiterten Fluchtversuchen um 40%. 20% Chance, nach erfolgreichem Fliehen verflucht zu werden. So. Es wird Zeit zu fliehen. Also. Der Boden ist leicht abschüssig. Nee, lass nochmal stehen. Zeit zu fliehen. Und es wird Zeit, Türen zu öffnen. Ich kenne den Weg, aber ich will nicht spoilern. Definitiv. Ja, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Wurde einst top. Bewahrt. Oh, wir haben Geld. Ja, das im Spiel ist echt was geworden, aber irgendwie so fühlt sich ganz anders an als vor zwei Jahren noch. Das Spiel wird triumphieren, weil das Gute zu wenig bleibt. Die feuchte Kälte erinnert dich an deine erste Wohnung. So. Es ist eine Falle. Ja, das ist natürlich blöd, weil ich dieses Ding habe, mit dass ich mehr Damage kriege. Aber bei Opfer sterbe ich da wahrscheinlich auch, oder? Nee, noch nicht ganz. Also das kostet mich auch nochmal Leben, wenn ich das Ding öffne. Das ist ja eine Frechheit. Sorry, dass ich so ein bisschen sloppy spiele. Was soll... Was ist das denn? Bigfoot my ass. Den möchte ich kaputt machen. Den Fuß möchte ich kaputt machen. Beim Rest fliehe ich wieder. Das Gefühl, dass ich beim Fliehen gefühlt mehr Damage kriege, als wenn ich kämpfe. Natürlich kommt da ein Gegner bei rum. Kann es sein, dass Fliehen wirklich mehr Damage macht? Also nicht. Schon wieder? Diesmal so. Schon wieder ein Gegner? Oh, come on. Unverflucht. Jesus Christus. Ach komm, das gibt's doch nicht. Wow. Ich Schaden. Entfluch. Den hätte ich ja sowieso bekommen. Die macht gleich viel Damage, es sei denn, du hast einen Stein gewählt. Okay. Ich glaube, ich habe Lean. Ne, ich habe so ein Ding nicht. Du bist kurz davor, den Löffel abzugeben. Ich krieg jetzt einfach nur Damage, selbst wenn ich erfolgreich fliehe. Was eine Frechheit ist.
Ja, sorry, ich weiß, dass es tut total weh beim Zugucken, weil ich so sloppy und schlecht spiele. Gerade im Vergleich zum ersten Mal letzte Woche. Du fühlst dich beobachtet. Okay, ob sich das lohnt. 1300 von dem Zeug? Wahrscheinlich eher nicht. Spekulatio! Ha! Nimm so etwas. So, 10 Räume lang Fluchtchance um 80% erhöht. Ja. Fühle ich. Ein wahnsinniges Gelächter. Fluchtchance minus 80% für 10 Räume. Sechs Schlüssel, also quasi für nichts. Toll. Hier unten kriegt man ganz schlecht Netz. Nee, Glück, Mann. Ein kalter Schauer läuft über den Raum. Es geht bergauf. Kannst du den nicht ausmalen? So eine Scheiße. Dieses Ungetüm kommt hier gerade. Er hat nur einen. Ja, den schaffe ich jetzt nicht mehr. Dieser Dank, du betrittst den Dungeon. Er hat nur einen Wunsch. So, der Osterhase hat angerufen. Erhalte beim erneuten Betreten des Dungeons nach dem... Nö. Verlängere die Dauer um zum Segen. Erhöhe die Chance, einen Fluch aus einem Fass zu erleiden. Erhöhe die Chance, erfolgreich von Kämpfen zu fliehen um 20%. Verlängert die Dauer von Flüchen um 1 Jahr von mir aus. Das heißt, ich hätte jetzt gerade technisch gesehen, wenn das andere noch gegolten hätte, sogar 100% Fluchtchance gehabt. Is there an icon? Maybe someone in chat, I don't know. So lebendig gefühlt. Du hast dein eigenes Herz. So, Fluchtchance erhöht. Jawohl, und sie geht. Du hast das Gefühl, einen. Ja, gute Truhe. Wieder Ostereier gefunden. Weiß zwar noch nicht, was sie bringen, aber. Machen wir so. Oder rechts. Die Entscheidung mit dir schlägt ein kalter Windhauch entgegen. Ja, jetzt gehen mir leider die Schlüssel natürlich ein bisschen aus, weil ich ja 6 verballert habe, weil ich dachte, das wird alles super. Ist nicht so super geworden, wie ich wollte. Nächsten 4 Türen ohne Schlüssel öffnen, bei den nächsten 8 Kämpfen 70% Chance auf Schlüssel. Ja, das wird nicht passieren. 2 Schlüssel, nächste 4 Türen. Ja, das wird sich natürlich lohnen. Hoffentlich, aber maybe auch nicht. Keine verschlossenen kommen. Endlich scheinen sich das. Uff! Und schon wieder die Fluchtchance nicht erhöht? What the hell? Oder ein Kopf dieses Labyrinth. Und ich habe absolut kein Glück. Jetzt kann ich auch gefühlt kämpfen. Nun liegt es an dir, die falsche Entscheidung zu treffen. Yeah. Hier könntest du ins Stolpern geraten. Du trittst deinem Schicksal entgegen. Ich probier's. Ja, klar. Ist noch nie jemand lebend zurückgekehrt. Viele, die leben, verdienen den Tod. Für dich ist das Abenteuer. Wir müssen sowieso nochmal neu starten, jetzt vor dem Ende. Award. Ja, mit minus 80% Fluchtchance, keine Chance. Also ich habe diesen Run auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gespielt. Ich glaube, beim letzten Mal nicht so oft wieder neu eingekauft. Oh, meine letzten Schlüssel noch verballern. Hier, das kriege ich jetzt keinen Kampf mehr.
deiner Suche nach Ruhm und Ehre kommt dir ein Monster in die Quere. Je früher daran, desto schneller davon. Kein Schlüssel mehr. Groß, hallo, Emily. So, und Finale gegen The Baby. Mein Lord. Packen. Und da ist der Legendary Dungeon auch schon wieder geschafft. Und es gibt einen Ring, den Stein des Wiederwachens. Wunderschön. So, wir haben Eier bekommen. Wir haben zweimal Dracheneier bekommen. Wir haben zweimal dasselbe bekommen. For real? Piraten oder Seeräuberhauptmanns. Stärke und Geschick. Braucht keine Sau. Die Dracheneier sind aber actually pretty good. Plus 11 auf alles. Das ist gut. Was ist das, was ich jetzt habe? Ja, Emily, dafür ist es doch perfekt. Das Spiel bekämpft Langeweile. Vor allem, wenn man richtig drin ist, sogar richtig gut. Und ich glaube, warten tun wir alle genug im Leben. Meld dich, wenn du Level 10 bist, Emily, damit ich dich hier aufnehmen kann. Falls du dann auf Feld 9 angefangen hast. Ich überlege jetzt tatsächlich gerade auch, das direkt wieder zu sockeln. Was kostet es dich, rauszunehmen? 10. Ja, aber ich will jetzt nicht nochmal. Ich habe so viele Pilze jetzt verbraten für die Steine. Jetzt ist erstmal Schluss. Ja, pass auf. Dann hole ich mir die Steine für den Ding raus. Ich muss das ablegen. Und durch den rein. Sockel den rauf. Und dann ist das ein Upgrade. Es ist ein Upgrade! Vielleicht schlagt ihr euch als Profispieler alle die Hand an die Stirn, aber für mich ist das alles eine Sache jetzt gerade. Von dem her ist mir das alles ziemlich Wurst. Ja, und du bist einfach nur eine gute Geschickskette. Könnte das die Kunigunde so brauchen? Das ist sogar eine ziemliche Kackkette. Ich wusste nicht, dass die Kunigunde so gut aufgestellt ist. So, mein Legendary. Oft wollen die Erwachten doch eigentlich lieber liegen bleiben. Intelligenz, Ausdauer, Glück. Ist das jetzt besser? Wenn ich jetzt wieder auf die Intelligenz um 136 verzichte. Das Problem ist halt, Glück brauche ich nicht mehr, weil ich Crit schon auf Maximum habe. Das heißt, es würde mir im Endeffekt plus 384 Ausdauer geben. Dafür würde ich auf Intelligenz verzichten. Aber ist im Late Game nicht das besser, wenn man die Dreier-Dinger immer hat? Würde Ausdauer gleich ein Value geben wie Intelligenz, also beides addieren. Ja, dann wäre es ja definitiv wert. Weil wenn ich das richtig immer gesehen habe, dann haben die Leute in der Regel immer diese Dinger. Also die alle Stats geben. Und nicht nur das, was ein Stat gibt. Davon habe ich ja auch eigentlich hier gefühlt alles. Ich habe jetzt offensichtlich auch nur diese Glücksschuhe drin. Also wenn ich die wegnehme, bin ich auch massiv schnell runter von diesem Glückszeug. Ja, dann könnte man das wohl schon machen, oder? Drei Epics and King. Legendary, eigentlich wäre es ja eine Schande, wenn ich das nicht anziehe. Ja, dann machen wir. Warte mal. Das ist 323er Stein. Ich habe hier aber eigentlich schon deutlich bessere Steine. Dann glaube ich, lohnt es sich nicht mal. Oh, da muss ich eigentlich schon wieder nach einem Stein suchen. Die Emily. Hab ich angeschrieben? Da ist sie. Hallo, Emily. Willkommen bei uns. Oh, die Emily hat was ich noch brauche. Ich muss der Emily sofort eine auf die Mütze geben. Nein, das mache ich nicht. ich bin kurz vorm Level-Up, sehe ich gerade. Ich meine, ich hab's nicht so eilig jetzt. Warum ich das brauche?
für das sogenannte Sammelalbum. Du hast hier auf deiner Übersicht so ein Sammelalbum und da kannst du Gegenstände sammeln. Und die sammelst du, indem du unter anderem gegen Leute kämpfst. Und diese ganzen Low-Level-Sachen, die hast du halt in der Regel nicht. Deswegen muss man meistens Low-Level-Leute dann vermöbeln. Ja, ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Ja, ich habe jetzt keine Eile. Ich werde jetzt mal ganz gemütlich über Nacht einen Stein suchen. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht weitere Pilze verbrauche, weil ich weiß nicht, wie viel mir hier zur Verfügung stehen für den Content. Deswegen habe ich ja ein bisschen Angst, hier jetzt die ganze Zeit so viel Pilze zu verballern. Weil wenn es irgendwann keine Pilze mehr gibt, dann würde ich gerne wenigstens meine Pilze für die Taverne und anderen wichtigen Zeug nutzen. So, was ist jetzt hier in der Arena noch passiert? Ja, komm, da kann man jetzt wohl mal hier ein bisschen was raushauen, damit das über Nacht hier auch nochmal hübsch wird. Und dann passt das. Hallo Felix, grüß dich. Ja, ich glaube, dann ist das für heute auch erstmal gut. Ich habe hier, wie gesagt, noch 1 Milliarde Dungeons. Also ich brauche... wir brauchen keine Sorge haben, dass auch wenn der Legendary Dungeon jetzt verschwindet in 2 Tagen, ich kann immer noch 1 Million andere Dungeons machen. Und wenn ich ehrlich bin, ist, glaube ich, für mich der Legendary Dungeon zu dem Zeitpunkt sowieso nicht so ultra krass wichtig. Ich meine, ja, ich habe jetzt 2 Legendaries, die ich auch definitiv nutze. Aber das Upgrade ist jetzt nicht so hyper insane. Also mir kommt es zumindest so vor, als wären diese Legendary Upgrades vor allem wichtig für Leute im Late Game. Also ich habe jetzt nicht so einen krassen Nutzen draus. Also so vom Gefühl her kann ich diesen Ring durch normale Dungeons recht schnell wieder ersetzen, wenn ich wollte. Ist so mein Gefühl. Ob ich damit richtig liege, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber grundsätzlich, je mehr Legendaries du im Sammelalbum hast, desto höher ist die Chance, Legendary Steine zu finden. Gut, das hat natürlich sicherlich auch einen Vorteil. Das ist ja hier von dem ganzen Zeug, ne? Da habe ich dann dementsprechend jetzt den Ring und das Ding. Gut, aber so viel kannst du ja gefühlt gar nicht spielen. Ich hätte jetzt die Tage vielleicht mal ein bisschen mehr mich damit beschäftigen können, weil ein Run ja pro Tag frei ist, aber... Alles gut, Emily. Aber ja, ich verstehe schon. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es diese Legendary Dungeons jetzt jedes Quartal. Ist das richtig? Also ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus noch mehr machen. Wenn ich in 3 Monaten dann wieder kann oder so. Also wenn ich das zumindest verstanden habe, ist das nicht der erste Legendary Dungeon in der Form so. War immer so ungefähr. Meistens Halloween, Weihnachten, Ostern, Sagittarius. Ja, ich sag ja. 4-mal im Jahr, jedes Quartal, so grob über den Daumen gepeilt. Okay. Also, dann kann ich auf jeden Fall mal sagen, ich habe heute wieder extrem viel gelernt. Super viel neuen Content-Stuff gefunden. Vieles, das mir sogar richtig gut gefällt. Und nächstes Mal werden wir uns dann tatsächlich wohl mit den normalen Dungeons mal beschäftigen. Ich habe hier offensichtlich noch 18 Millionen. Ich habe den 13. Stock und Osteros schon damals gefühlt kaum noch gemacht. Den Märchenturm. Weiß nicht, ob ich da noch weiterkomme. Ich habe in der Schattenwelt, glaube ich, auch gefühlt nie was gemacht. Doch hier habe ich irgendwann mal was gemacht. Aber ich habe mir hier ein paar Sachen habe ich wohl gemacht, aber ich habe... Keine Ahnung, guck mal hier, gegen irgendwelchen 248er, den könnten wir vielleicht mittlerweile mal schlagen. Auch dafür will ich noch ein paar Pilze haben, content-technisch hier eben. Also gibt noch mehr als genug Content zu tun, ich will das auf jeden Fall mal wieder machen. Ich würde das gerne so einmal die Woche so gemeinsam reingucken. Und das macht mir gerade zu diesem Zeitpunkt wieder sehr, sehr, sehr
viel Spaß. Und dementsprechend gehen wir jetzt hier arbeiten. Oder auch schlafen in dem Sinne. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Beibringen.